Mein Name ist Bernd Zehner und ich bin seit über 25 Jahren Profikoch. Der Affineur, der hat seinen Namen natürlich vom Käse affinieren. Das heißt, ein Stück Käse hernehmen und es veredeln, einlegen, marinieren, mit irgendwas anderem ausstatten, die Rinde behandeln. Da gibt es tausende Möglichkeiten. Eine tolle Sache. Oftmals kauft der Profi ja schon beim Affineur ein, aber es gibt verschiedene Dinge, die wir auch in unserer Küche selber machen können. Wenn wir jetzt nicht unbedingt einen Reifekeller für Käse brauchen, sondern es einfach nur um geschmacksgebende Komponenten geht, da sind die Köche auch kreativ. Aus einem langweiligen Stück Käse, ne, wird natürlich durch das Affinieren etwas Besonderes. Und man kann so das Grundprodukt hernehmen und es auf seine spezielle Art und Weise veredeln. Das macht Spaß und es schmeckt gut. Gängige Zutaten beim Affinieren ist natürlich Alkohol. Die Rinde wird damit behandelt, damit geht es schon mal los. Dann kann man den Käse füllen. Beispielsweise könnte man ihm Blauschimmelkulturen injizieren, damit in einem Käse, der eigentlich gar kein Schimmelkäse ist, Schimmel wächst. Aber was natürlich auch geht, ist Trüffel. Trüffel passt überall hin, das ist herrlich. Grundsätzlich sind alle Käsesorten geeignet zum Affinieren, weil das heißt ja eigentlich nur veredeln. Schau mal, bei so einem einfachen Ziegenkäse, der ja einfach gut schmeckt, aber ein bisschen langweilig ist, das ist natürlich hervorragend dafür geeignet, das Ganze mit ein bisschen Chili und Pfeffer zu bearbeiten. Unterm Strich schmeckt es dadurch viel, viel besser, als der recht langweilige Ziegenkäse so wäre. Beim Handkäse ist es so, wenn du den so essen möchtest, auch okay. Wenn du ihn aber in eine Marinade legst aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer und vielleicht noch ein bisschen Kümmel dazu, je nach Geschmack, dann erfreut sich das Produkt, was dabei rauskommt. Handkäse mit Musik, einer recht großen Beliebtheit und das nicht nur in Hessen. Bei so einem cremigen Käse wie einem Camembert oder Brie ist natürlich hervorragend, den in der Mitte zu halbieren, ihn mit Trüffelscheiben zu belegen, um ihn dann wieder zusammenzupacken. Wenn er dann für 2 bis 3 Tage im Kühlschrank verschwindet, wird er das ganze Trüffelaroma aufnehmen und ist danach ein echter Hochgenuss. Wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, schreibt uns einen netten Kommentar und wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Wenn ihr mehr Videos Profikoch erklärt sehen wollt, schaut hier drüben.